Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Diablo 4. Es geht natürlich um den Geistgeborenen mal wieder. Und jetzt haben wir eine schöne Endgame-Skillung parat. Ich habe die letzten Tage einige Skillungen durchgetestet, was mir so am besten gefallen hat. Und hiermit fühle ich mich auch auf Qual 2 sehr, sehr wohl. Qual 3 muss ich ein wenig aufpassen, da dann doch dann die Rüstung massiv runtergeht und die Resistenzen. Aber auf Qual 2 spielt es sich relativ gut damit. Aber was heißt eigentlich sehr gut? Bin ich sehr zufrieden. Qual 1 gar keine Frage, ne? Der Damage, der ist sowas von oben drüber, so muss man wirklich sagen. Also passt wunderbar, bin sehr zufrieden. Ihr braucht natürlich so ein paar einzigartige Gegenstände, aber seitdem man die so massiv easy peasy beim Kuriositätenhändler erhalten kann, bin ich da nicht mehr abgeneigt, das Ganze anzubieten mit Unix, die verbaut sind. Also müsst ihr natürlich selber entscheiden, wenn euer Equipment da noch nicht so ganz genau passt. Aber einige Sachen sind wirklich schon massiv wichtig. Was das alles ist und was das für euch bedeutet, gibt es gleich nach einer kurzen Werbepause. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Gold, Items oder auch Boost für Diablo 4, checke einfach MMOXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODY und erhalte so nochmal zusätzlich 5% Rabatt auf alle Bestellungen. So, und bevor wir reinsteigen jetzt in die Skillung, erst einmal ganz kurz die einzigartigen Gegenstände, die ihr haben solltet. Und zwar den Ring der Mitternachtssonne ist wirklich absolut notwendig für unsere Ressourcen, gepaart natürlich mit dem allseits bekannten Stab von Kebeleke. Die beiden Sachen solltet ihr auf alle Fälle haben, damit das Bild hier funktioniert. Der Rest geht auch ohne. Es ist schön, sehr, sehr schön, die Harmonie von Ebeweka zu haben, den Helm und ganz genauso ist es schön, den Talisman hier zu haben. Und hier, die Handschuhe sind totaler Schmarrn. Ich trage sie einfach gerne. Sie sind totaler Schmarrn. Kommt nicht auf dieselbe Idee wie ich, für konstanten Damage nicht zu gebrauchen, aber wie gesagt, ich benutze sie einfach gerne. So, gehen wir rüber in die Skillung. In die Skillung, und zwar, wenn wir im Fertigkeitenbaum sind, das Schöne ist, wir können ja von oben nach unten einfach durchskillen, wir haben ja die 71 Punkte zur Verfügung. So, hier oben, ganz egal, wo ihr die beiden Punkte reinhaut, wenn ihr selbst eventuell den Stab noch nicht habt und den Ring noch nicht habt, dann könnte es sein, dass der Feldspalter eventuell dann hier ein Pünktchen rein und hier noch ein Pünktchen rein, einfach halt um Ressourcen zu generieren, von euch gebraucht wird, denn sind die Punkte, wie gesagt, hier im Felsspalter nicht schlecht angelegt, aber eigentlich ist das nur reine Füllpunkte, um halt weiter hier runter zu gehen. Dann natürlich zu unserem Hauptskill der Stachelsalbe, ne? Sonst wäre es ja kein Stachelsalbe-Bild, wo wir einmal durchskillen, hier rüber zur vorteilhaften Stachelsalbe. Dann haben wir nur hier drüben nochmal ein Pünktchen in Energisch hinein und 3 Punkte in die ausbalancierte Anstrengung. Und hier unten durchziehen ebenso 3 Punkte und sind schon fertig im zweiten Bäumchen. Wie gesagt, ich versuche euch das immer hier zu sagen, weil so die blauen Zahlen ja manchmal ein wenig verwirren können und deswegen so auf alle Fälle. Dann kommen wir runter in den nächsten Baum und hier habe ich jetzt neu drin den Vortex. Vortex macht einfach Spaß, ne? Also den mit reinzunehmen, einfach alle Gegner schön an sich heranzuziehen, dass sie alle in unserer Shotgun-Stachelsalbe sozusagen drinstehen, ist schon wirklich geil. Und auch ansonsten, während ihr eine aktive Barriere habt, versucht euer Vortex nochmal 300% Schaden und wir haben ja fast durchgehende Barriere, deswegen lohnt sich das einmal hier zum gezügelten Vortex oben durchzuskillen. Dann gehen wir hier rüber an die Seite. Hier im Trugbild ist nur ein Punkt drin. Ne? Ein Punkt in Trugbild, 3 in die unbändige Stärke. Hier drüben einen in den Brennpunkt, 3 in den Spitzenräuber. Und hier unten der Verwüster kriegt ein Pünktchen und skillt nach hier unten durch zum Gezügelten. So, der nächste Baum abgearbeitet, runter geht es hier. So, wir haben einen Punkt über Panzerhaut. Ne? Also wenn ihr die 71 Punkte noch nicht habt, dann ist jetzt gut. Ne? Dann haut er halt nur einen Panzerhaut rein. Panzerhaut ist aber sehr, sehr geil. Deswegen haben wir hier 2 Punkte drin. Ansonsten einer hätte es auch getan. Ne? Und gehen hoch zur verstärkten Panzerhaut. Ein Pünktchen in die Beständigkeit und 3 in die Beharrlichkeit. Hier
Gegenangriff, ganz wichtig, packen wir nicht in unsere Schnellleiste rein. Ne? Haben wir nur für die passiven Boni ein Pünktchen rein und durchgeskillt hier unten zum verstärkten Gegenangriff. Was wir neu bei uns in die Quickbar hineinmachen, ist die Geißel. Die Geißel kriegt ein Pünktchen und geht durch zur anpassungsfähigen Geißel. Und hier drüben ein Punkt geduldiger Schutz, ein Punkt aussichtsreich. Das sollte dort vollkommen ausreichen. Damit kommen wir ins nächste Bäumchen. Auch hier gibt es nicht viel zu skillen. Wir haben einmal hier abgehärtet. Da packen wir ruhig alle drei Punkte rein. Dann haben wir die Brillanz mit drei Punkten. Und drei Punkte kraftvoll, drei Punkte Schmelzofen. Dann sind wir hier schon fertig. Also hier nehmen wir gar keine Fertigkeit mit. Gehen dann nach hier unten. Hier ist unser dicker, fetter Baum mit ganz vielen Boni, wo wir jetzt dreimal skillen und dreimal drei Punkte. Entschluss, spirituelle Einstimmung und Vorherrschaft. Hier neun Punkte verbraten. Dann kommen wir ins Raubtier. Unsere Ultimate-Fähigkeit, Raubtier und natürlich durchgeskillt zum erhabenen Raubtier. Dann kommt noch die passive Fertigkeit hinzunehmer, Tempo des Wunderkindes. Das waren die Fertigkeiten. Dann kommen wir als nächstes auf die Söldner nochmal ganz kurz rüber, würde ich sagen. Und zwar nutze ich dort Rahir. Und zwar durchgeskillt nach hier unten. Einmal zum Ruf des Eisenwolfs. Und dann nutze ich Vajana. Und Vajana bekommt also als Verstärkung, soll sie den Erdbrecher anwenden, und zwar, wenn ich Panzerhaut wirke. Könnte man auch hier auf jegliche andere Fertigkeit beinahe packen. Also ich habe es auf Panzerhaut gepackt, man könnte es, wie gesagt, wohin packen, meinetwegen auch auf Vortex oder so. Also da sind einige Möglichkeiten, wo ihr das Ganze machen könnt mit Vajana. So, dann... Ja, es sind so viele Dinge geworden. Es sind so viele Dinge geworden, muss man natürlich gucken. Jetzt kommt natürlich der nächste dicke Klopper. Und zwar nehmen wir jetzt mal uns das Paragon zur Brust. Paragon habe ich ganz schön umgestellt, muss ich sagen. So, Starterbrett, Glyphe Kolossal. Hier kommt die Glyphe Kolossal rein. Wir nehmen im Starterbrett alle seltenen Knoten mit. Alle vier hier an der Zahl. Gehen dann hoch in unser zweites Brett. Und das ist hier der zähe Schild und haben hier die Glyphe besonnen drin. Marschieren hier hoch, nehmen erstmal die Glyphe mit, den seltenen Knoten, marschieren dann hier rüber, um die legendäre Glyphe mitzunehmen. Hier oben die seltene, hier unten die seltene, um dann hier aus dem Brett hinauszugehen in unser drittes Brett hier an dieser Stelle. Das ist also wieder ganz wichtig, dass ihr auch die Reihenfolge der Bretter einhaltet. Ne? Also hier Brett 3, hier haben wir offenbarend und die Glyphe ist Geist. Geist, ne? Also können wir dann einmal hier, gehen wir hoch erstmal zur Glyphe. Dann nehme ich hier die beiden seltenen Knoten mit, marschiere dann runter über diesen seltenen Knoten und über den seltenen runter bis zur legendären. Dann mache ich hier erstmal nichts mehr, ne? Weil hier oben ist Brett 5. Wir gehen dann hier rüber, ne? Hier hatten wir ja schon geskillt bis zur Glyphe. Gehen dann hier rüber zum nächsten Brett. Da haben wir Konvergenz mit der Glyphe Klaue. Hier kommt die Glyphe Klaue rein. Gehen dann erstmal hier unter, um die Glyphe freizuschalten. Nehmen den seltenen Knoten mit. Gehen dann nach oben, nutzen den seltenen, den hier. Rüber zu legendären, dann von der legendären nochmal zu dem seltenen Knoten rüber und dann kommt Brett 5. Dann kommt Brett 5 und hier habe ich leider die Glyphe noch nicht drin. Hier kommt die Glyphe Rache rein und das ist das Brett Anzapfen. Ne? Also Rache kommt hier oben dann rein. Ich habe sie schon fertig geskillt, aber fertig nicht. Auf 30 habe ich sie wenigstens, aber halt die kommt da oben. Wir marschieren hier lang zum seltenen Knoten, zur legendären Glyphe, oder legendären Knoten, gehen dann hier oben durch, an dem seltenen Knoten vorbei, gehen hoch zur Glyphe und dann weiß ich gar nicht, was an Punkten überbleibt, ob wir hier die seltenen noch mitbekommen, aber wie gesagt, dafür habe ich jetzt halt auch noch nicht genug Punkte, aber ihr seht, ich habe jetzt 200 Punkte ausgegeben, das ist also dann an der Stelle schon mal ein sehr solides Bild, auch mit den Paragons. So, dann kommen wir kurz zu den Verzauberungen. Die Verzauberungen habe ich wieder so gemacht, dass ich die für euch hier aufgelistet habe als Favoriten. Ne? So, machen wir mal nur die Favoriten anzeigen.
Abprallende Aspekt braucht ihr eigentlich nicht mehr. Aber wenn ihr halt weniger Unix benutzt, dann lohnt es sich natürlich, den Abprallenden noch drauf zu machen. Wir nutzen auf alle Fälle umgelenkte Macht, Aspekt der Untersagung, Aspekt der Waldstärke, Aspekt des Mondaufgangs. Dann nochmal als Bonus sozusagen der duellierende Aspekt, je nachdem wie viele Unix ihr, wie gesagt, im Einsatz habt. Die drei sind in meinen Augen die wichtigsten Aspekte, die wir drauf machen. Und da seht ihr, da habe ich hier überall noch einen langen Weg, um die voll zu haben. Und abprallender Aspekt, habe ich gerade drei gesagt? Eins, zwei, drei, vier natürlich. Vier natürlich, umgelenkte Macht wollen wir auch noch haben. Und abprallender und duellierender sind sozusagen die Boni obendrauf. Damit gucken wir rüber natürlich ins Inventar hinein. Ihr seht, wie gesagt, den Helm solltet ihr auf alle Fälle haben, ganz, ganz wichtig. Dann habe ich hier dann gewählt eine Rüstung. Also ich versuche eigentlich, ne? Ich habe jetzt momentan, seht ihr, 786 Rüstung, nur ich habe zu wenig Rüstung. Ich müsste hier die Brust tauschen, weil ich hier nicht nur Leben drauf haben will, sondern auch Rüstung, ne? Und eine Glückstrefferchance darauf, Gegner bewegungsunfähig zu machen, ist halt gehärtet. Und erzeugte Entschlossenheit ist ebenso gehärtet hier drauf. Bei den Härtungen sollte es euch wichtig sein, dass ihr hier Entschlossenheit trefft, dass ihr hier mehr Entschlossenheit habt. Das ist das eine Gute. Und man könnte dann halt nehmen, wie gesagt, entweder Glückstrefferchance auf bewegungsunfähig machen oder aber halt natürlich Barrieregeneration. Dann haben wir hier auf der, oder besser gesagt, ich kann ja auf die Handschuhe ganz kurz eingehen, weil wie gesagt, die sind eigentlich schwachsinnig. Und auf den Handschuhen wollen wir eigentlich Überwältigungsschaden haben und auch Barrieregeneration. Dann haben wir als nächstes die Hose. Auf die Hose möchten wir am liebsten haben, auch hier, dann mehr Stacks für Entschlossenheit. Wäre auf der Hose halt auch noch schön. Seht ihr, hat nicht geklappt, ich habe ihn abgehärtet bekommen. Und dann auch ebenso Barrieregeneration. Das muss ich hier nochmal überarbeiten an aller Stelle. Stiefel nutze ich Jens Segen. Sind auch ganz, ganz easy zu bekommen. Oder aber, was ihr auch nutzen könnt, sind Rakanots Wache. Geht ganz genauso. Sind beide wirklich gut in ihrem Slot. Ich finde Jens Segen gefällt mir ein kleines bisschen besser. Bin ich momentan an Hin- und Her-Testen. Deswegen ist hier auch noch nichts vollendet drauf auf den Stiefeln. Und dementsprechend könnt ihr auf die Stiefeln, wenn ihr normale nutzt, könnt ihr dann halt Bewegungsgeschwindigkeit drauf machen und eventuell Größe von unserem Vortex. Ne? Vortex ist ja also recht geil. Größe vom Vortex könntet ihr da, wenn, dann da drauf härten. Dann, wie gesagt, Amulett ist auf alle Fälle hier oben. Talisman des verbannten Fürsten, wirklich sehr, sehr nice to have. Und dann haben wir natürlich noch einen weiteren Ring. Auf den weiteren Ring kommt dann natürlich der Mondaufgang hinzu, wie ich gesagt habe. Da habt ihr ja auf alle Fälle kein Unik. Und dann auch hier würde ich drauf machen, den Überwältigungsschaden und Ressourcenerzeugung. Ne? Ressourcenerzeugung hat geklappt, ne? Überwältigungsschaden nicht. Und dann, wie gesagt, der Ring ist ohne Frage. Deswegen da auch keine weiteren Tipps und Tricks zum Härten, sondern halt den Ring müsst ihr einfach haben. So kann man es definitiv ausdrücken. Dann haben wir natürlich noch an dieser Stelle die Geister. Da habe ich jetzt im ersten Slot den Jaguar drin, im zweiten den Gorilla. Und die Söldner haben wir jetzt, man muss echt überlegen, ja, Runen habe ich leider noch keine passenden. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich hier für mehr Barriereerzeugung dann natürlich Amethysten drin habe. In der Rüstung komplett mit Amethysten voll. Wie gesagt, wäre schön, wenn ich da Runen hätte, die würde ich dann hier in die Waffe einmal hineintun. Aber habe ich leider momentan, wie gesagt, die passenden nicht. Und deswegen kommt hier in die Waffe dann natürlich mehr kritischer Trefferschaden rein. In die Schmuckstücke, Widerstand gegen alle Schadensarten. Und hier oben aber das Schädelchen hinein für mehr Rüstung. Wie gesagt, wir brauchen Rüstung, wir brauchen Widerstände. Wenn wir hohe Qualstufen haben, ist das ganz wichtig. Deswegen ins Amulett hinein, den Schädel und hier die Diamanten rein. Und damit haben wir, glaube ich, an alles wirklich gedacht. Ich gehe nochmal ganz kurz in mich. Wir haben das Paragon-Board, wir haben die Verhärtung, wir haben die Vollendung. Na gut, die Vollendung, das ist ja so ein bisschen Glück, wo man trifft beim Vollenden. Und wenn ihr die Werte nicht trefft, ob ihr dann wirklich das Ganze zurücksetzen wollt, ja oder nein, ne, ist euch überlassen. Ich
Denke aber auf alle Fälle, mit diesem Bild werdet ihr wahnsinnig viel Spaß haben. Es macht wirklich richtig Laune zu spielen. Wir sind sehr, sehr tanky damit auch auf jeden Fall. Also ich wünsche euch viel Spaß mit diesem geistgeborenen Endbild. Hat es euch gefallen? Denkt an so ein kleines Danke unten in den Kommentaren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Mit Glocke aktiv verpasst ihr kein weiteres neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.